Gewalt und Hass kommen bis nach Deutschland. Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan zerstören ein Jugendtreff in Gelsenkirchen. Für sie ist es eine Einrichtung des türkischen Islampredigers Fethullah Gülen. Präsident Erdogan beschuldigt ihn, den Putsch in der Türkei angezettelt zu haben und fordert seine Anhänger auf, die Gülen-Bewegung zu bekämpfen. Fethullah Gülen lebt schon lange in Amerika im Exil. Jahrelang hat er geschwiegen. Die Angriffe aus der Türkei bringen ihn zum Reden. Mein ganzes Leben lang war ich gegen einen Militärputsch. Ich habe selbst darunter gelitten, war im Gefängnis. Aus roher Gewalt kann nichts Gutes entstehen. Rohe Gewalt nutzt der Türkei nichts. Wer ist dieser Mann, den Präsident Erdogan so hartnäckig verfolgt? Putsch in der Türkei. Panzer rollen durch Istanbul. Der türkische Präsident ruft über sein Handy die Bevölkerung zum Widerstand auf. Einen Schuldigen hat er schnell gefunden. Diese Ereignisse heute Abend sind von einer Minderheit aus unserer Armee organisiert worden. Dahinter steckt eine geheime Parallelorganisation. Mit Parallelorganisation meint Erdogan die Strukturen rund um den Prediger Fethullah Gülen. Ist er eine Gefahr? Nach dem gescheiterten Putsch wollen Erdogan-Anhänger ihn am Galgen sehen, verbrennen Fotos vom Teufel aus Pennsylvania. So steht es auf dem Plakat. Auch in Deutschland gehen die Menschen auf die Straßen, feiern ihren Präsidenten und wenden sich gegen die, die nicht für Erdogan sind. Gerade die Gülen-Bewegung bekommt das zu spüren. Und das nicht nur in der Türkei. Die Dialogschule in Köln. Sie soll dem islamischen Prediger Fethullah Gülen nahestehen. Der Geschäftsführer, Genç Osman Esen, hat dieser Tage Drohungen bekommen. Im Rahmen von WhatsApp, Facebook, in den sozialen Medien wurden dann Bedrohungen ausgesprochen. Wir werden die Schule in Grund und Boden legen und die haben zu einer Demonstration vor der Schule aufgerufen, Fanatiker, Radikale, Extremisten. Aber wir haben sofort die Polizei verständigt und die Polizei hat sich der Sache freundlicherweise sofort angenommen. Drohungen wie diese. Hoffentlich finden wir dort auch ein paar dreckige Schwestern mit Gebetskette in der Hand, sodass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren. Es sind viele Menschen, die sich Erdogan verbunden fühlen. Was mir persönlich natürlich ein bisschen widerstrebt, weil das sind Menschen, die hier aufgewachsen sind, hier die Demokratie und wirklich die Rechtsstaatlichkeit genießen. Trotzdem folgen sie auf einen Ruf aus der Türkei und lassen sich instrumentalisieren und starten eine Hexenjagd, indem sie zum Beispiel, ich habe hier auch in den sozialen Medien Nachrichten gelesen, kauft nicht mehr bei dem und dem ein, geht nicht mehr in dem Restaurant essen und lasst eure Haare nicht mehr bei dem schneiden. Das finde ich lächerlich. Irgendwo ist es aber auch besorgniserregend, dass die Menschen dem Ruf eines Menschen aus der Ferne, sage ich jetzt mal, derart Folge leisten. Im Internet finden wir einen Tweet eines AKP-Abgeordneten in der Türkei. Er fordert die Anhänger auf, Nachbarn oder Bekannte dem Präsidialamt zu melden, falls sie der Parallelorganisation angehören. Die Telefonnummer wird direkt mitgeliefert. Auf Facebook kursiert das Bild aus einer Bäckerei in Düsseldorf. Gülen-Anhänger sollen hier nicht hinein. An einer Moschee in Hagen hing dieses Papier: Vaterlandsverräter raus. Doch woher kommt dieser Hass und die Feindschaft zwischen Recep Tayyip Erdogan und Fethullah Gülen? Eigentlich waren sie mal sehr verbunden, in den 90er Jahren, in dem Gedanken, einen politischen islamischen Staat zu schaffen. Beide hatten einen gemeinsamen Gegner, das türkische Militär. Doch es gibt auch vieles, das beide voneinander trennt. Erdogan steht für eine Islamisierung von unten, so wie es die Werbespots seiner Partei AKP symbolisieren sollen. Muslime sollen nur von Muslimen kaufen, eigene Unternehmen gründen und so die Wirtschaft an die Spitze bringen und die Kontrolle übernehmen. Das System von Fethullah Gülen funktioniert anders. Es lässt sich gut anhand der Dialogschule in Köln beschreiben.
Die Schule wurde 2007 als Gymnasium gegründet. 2012 kam die Realschule dazu. Damals hatten zwei Journalisten der Story die Gelegenheit, den Direktor der Schule, Stefan Völker, auf dem Weg in seine Klasse zu begleiten. Setzt euch bitte. Das antike Griechenland. Ganz normaler Unterricht. War es jetzt die Mehrheit, die mitmachen durfte? Die Dialogschule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Die meisten Schüler haben Migrationshintergrund, vor allem türkischen. Was wissen Sie über die Hizmet-Bewegung des Fethullah Gülen? Es geht um einen sehr einflussreichen und wichtigen Mann für diese Bewegung, das ist Fethullah Gülen. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Kann mir jemand was darüber erzählen? Vielleicht du? Also Fethullah Gülen ist auch unser Lehrer. Und sozusagen, wir mögen ihn auch sehr und er bringt uns sehr viel bei. Und er schreibt auch Bücher und das liest meine Mutter öfters. Und deswegen. Was willst du sagen? Also, wie ich mal von meiner Mutter höre, lerne ich meistens von ihm. Ich lese seine Bücher und darum lerne ich auch über den Islam aus. Gülen setzt auf Bildung, möchte seine Anhänger von klein an sich binden. Die sollen irgendwann in machtvollen Positionen sitzen, seinen Islam, die sogenannte Hizmet-Bewegung, in die Welt tragen. Doch so offiziell sagt das damals keiner. Es gibt die Hizmet-Bewegung bzw. die Leute, die Hizmet-Bewegung gut finden. Und es gibt Leute, die sich stark mit der Hizmet-Bewegung und Herrn Gülen identifizieren. Das sind aber nicht als Institution, sondern die persönlich. Und wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich gerade auch schon gesagt, ich finde ihn gut. Aber nicht als, ich kann nicht sagen, das ist eine Fethullah Gülen-Schule. Von diesem Begriff Fethullah Gülen-Schule distanzieren wir uns definitiv. Gäbe es diese Schule, wenn es Fethullah Gülen nicht gäbe? Das ist eine interessante Frage. Wenn Herr Gülen vor Jahren, Jahrzehnten nicht gesagt hätte, Leute, hört auf, in Moscheen zu investieren, baut keine Moscheen mehr, baut Schulen. Wenn er das nicht gesagt hätte, ob diese Schule dann entstanden wäre? Ich glaube nicht. Eine Schule, die es ohne ihn nicht gäbe, wie so viele, die seine Lehren verbreiten sollen. Geht hinaus in alle Welt und eröffnet Schulen. Wenn schon eine da ist, dann noch eine. Aus zwei macht vier. Wo vier sind, da macht acht draus. Fethullah Gülen hat viele Gesichter. Seine Predigten in den 80er Jahren. Der weinende Imam, spotten manche über die besondere Begabung dieses Predigers, der seine Zuhörer, aber auch sich selbst zu Tränen rühren kann. Wer wird den Barbaren das Schwert aus der Hand schlagen? Allah! In den 90er Jahren verändert sich sein Auftreten. Der Mann wird zum umjubelten Ehrengast der türkischen Gesellschaft. Ein islamischer Prediger, dessen Nähe auch hochrangige Politiker suchen. Ungewöhnlich in der streng säkularen Türkei. Fethullah Gülen zeigt sich jetzt als dialogbereiter islamischer Vordenker. Schlagzeilen macht sein Treffen 1998 mit Papst Johannes Paul II. Schon zuvor war der Prediger in Deutschland, aber diese Reise blieb fast unbemerkt. Anfang der 90er Jahre ist Fethullah Gülen nach Deutschland gekommen und hat die Direktive rausgegeben, Deutschland ist nicht mehr Diaspora und die Türkei die Heimat,
sondern ihr lebt in Deutschland und sollt euch dort engagieren. Der Prediger verbreitet immer weiter seine Idee. Er forderte seine Anhänger dazu auf, bestehende Aktivitäten im Bereich Moscheebau einzustellen und sich auf den Bildungsbereich zu konzentrieren. Zuerst werden Nachhilfevereine gegründet, wie hier in Köln. Eine Marktlücke in Deutschland, wo türkische Kinder vom deutschen Schulsystem oft vernachlässigt werden. Die Bewegung ist sehr erfolgreich, weil sie eben nach vorne und aufstiegsorientiert ist. Also hier ist das Versprechen, eure Kinder sollen Abitur machen. Und das ist jenseits irgendwelcher religiöser, politischer Ideologien erstmal ein Versprechen, was viele Migranten anspricht. Islamisierung durch Bildung. Bundesweit betreibt die Gülen-Bewegung inzwischen rund 30 Schulen und 160 Nachhilfevereine. Doch der Prediger will ein weltumspannendes Netz schaffen. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht und in 140 Ländern der Welt über 1000 Schulen gegründet. Nicht mal der mächtige Staat hat erreicht, was ihr geschafft habt. Über die sozialen Netzwerke hält er Kontakt zu seinen Anhängern. Dialog, das ist der Schlüsselbegriff, das Etikett der Bewegung. Doch in seinen Büchern finden wir Zitate, die weniger tolerant sind. Gülen schreibt: Von beunruhigten, verstörten und wehklagenden Herzen der Menschen, denen das Licht des Koran nicht zugänglich ist. Die Gülen-Bewegung, eine verschworene Gemeinschaft, in die auch Kinder schon fest eingebunden werden, wie damals 2013. Wir sind alle zusammen, eine Gemeinschaft. Es werden viele solche Feste gemacht, damit man auch ein bisschen Geld sammelt, damit man dieser Schule helfen kann. Wir unterstützen alles, was uns am Herzen und interessiert, mit der Gemeinde. Hizmet ist hier wortwörtlich übersetzt dienen. Und bei Fethullah Gülen bringe ich das in Verbindung der Menschheit dienen. Also Hizmet gleich der Menschheit dienen, egal welches Volk. Dann öte bir yakınlığım. Abgesehen von der Liebe zu meiner Mutter und meinem Vater und außer meinem Glauben an Allah und meiner Liebe und meinem Respekt gegenüber den Propheten, bedeutet er mir alles. Begeistertes Engagement oder religiöse Parallelwelt? Problem hat, wer sich der Wertegemeinschaft von Gülen entziehen möchte, wie uns damals eine junge Frau berichtete. Sie will nicht erkannt werden. Die haben eine eigene Welt. Entweder gehörst du dazu oder du gehörst nicht dazu. Wenn du nicht dazu gehörst, ist dein Leben schwerer. Und wenn du dazu gehörst, ist dein Leben leicht. Dieses System fördere vor allem diejenigen, die die Welt durch die Augen ihres Meisters sehen. Problematisch wird es, wenn der Einfluss zu groß wird. Die Türkei, Ende der 90er Jahre. Noch singen sie die Nationalhymne gemeinsam, der Prediger und der türkische Staatspräsident. Doch Fethullah Gülen und seine Bewegung sind mächtig geworden. Zu mächtig. Der Prediger wird nun beschuldigt, seine Anhänger in den Staatsapparat einzuschleusen. Das kommt einem Angriff auf die heilige Doktrin des Staatsgründers Atatürk gleich. Atatürk hat für alle Zeiten festgelegt, in Staat und Politik darf Religion nie mehr eine Rolle spielen. Fethullah Gülen, ein Mann mit einer geheimen islamistischen Agenda? Türkischen Fernsehsendern wird eine ältere Videoaufnahme von ihm zugespielt. Darin soll er seine Anhänger zur Konspiration aufgerufen haben. Bis ihr gerüstet seid, bis ihr bereit seid, die Welt auf eure Schultern zu nehmen, bis ihr alles im Griff und unter Kontrolle habt, bis ihr die verfassungsmäßigen Organe des türkischen Staates an euch gebracht habt, wäre jeder Schritt verfrüht. Der Film soll zeigen, dass Gülen die Türkei unterwandern will, dass er den Gottesstaat unter dem Gesetz der Scharia plant, dass er die Trennung von Staat und Religion abschaffen will. Dem Prediger drohte damals eine Anklage. Das Video sei in böser Absicht manipuliert worden, sagten seine Anhänger. Damals verlässt der Prediger die Türkei in Richtung USA.
Aus gesundheitlichen Gründen, angeblich. Musik. 2013 besuchten wir den Ort, an dem Fethullah Gülen seit seiner Abreise aus der Türkei residiert. Bekir Aksoy, Präsident der Stiftung, der das Gelände hier gehört, demonstriert Gastfreundschaft. Vor allem türkische Journalisten denken, dies sei ein Anwesen mit Mauern und Elektrozäunen und niemand dürfe hier rein. Doch es ist offen für die ganze Welt. Das ist das Hauptgebäude. Einen Tag vor Herrn Gülens Ankunft in den USA war dieses Haus fertiggestellt. Das war 1999. Er betete im Haus und sagte, ich mag diesen Ort, lasst mich hier bleiben. Seitdem lebt er hier. Er hat ein Zimmer, das er nur zu den Gebetszeiten verlässt. Eine, höchstens 1,5 Stunden am Tag verbringt er außerhalb dieses Raumes. Er geht nicht mal nach draußen, er bleibt in seinem Zimmer. Wo genau ist es denn? Irgendwo da oben. Seitdem hat Fethullah Gülen seinen Fuß nicht mehr auf türkischen Boden gesetzt. Heute gilt er in der Türkei als Staatsfeind Nummer 1. Seine Anhänger lässt Präsident Erdogan regelmäßig verhaften. Seit dem Putsch greift er noch härter durch. In den vergangenen Tagen hat Erdogan bereits mehrere tausend Richter suspendiert und über 8.500 Menschen festnehmen lassen. Über 20.000 Beamte wurden durch die Regierung abgesetzt. 24 Radio- und Fernsehstationen hat die Telekommunikationsbehörde die Sendelizenz entzogen. Akademiker dürfen offenbar nicht ausreisen. Immer wieder der gleiche Vorwurf. Die Kritiker sollen der Gülen-Bewegung angehören. Erdogan will die Gelegenheit nutzen, diese für immer zu zerstören. Der Prediger wehrt sich, bestreitet jede Beteiligung an dem Putsch in der Türkei, sieht sich selbst als Opfer. Ich kenne diese Leute nicht, die den Putschversuch gestartet haben. Ich will, dass ein internationales Komitee das aufklärt. Wenn sie beweisen können, dass ich dahinter stecke, dann akzeptiere ich jedes Urteil. Aber diese Vorwürfe sind nur aus Hass entstanden. Das kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht hat die Regierung das Ganze selbst inszeniert, um alles für sich selbst einfacher zu machen. Das ganze Land, so Gülen, leide unter dem grenzenlosen Machtanspruch von Erdogan. Der hat viele Ärzte, hat viele Probleme. Er nimmt viele Tabletten. Es gibt viele Berichte, dass er Wutanfälle hat. Er baut viele Paläste. Leute, die von ganz unten kommen, haben Minderwertigkeitskomplexe. Gestern arm, heute reich. 5 bis 10 Schiffe. 5 bis 10 Paläste, Tonnen von Geld. Er kann alles und jeden kaufen. Er ist vergiftet von seiner Macht. Stimmen aus dem Exil. Grundsätzlich hat die Abwesenheit von Fethullah Gülen seiner Popularität in der Türkei nicht geschadet. Im Gegenteil, der Prophet ist aus der Ferne in der Heimat zu einem Mythos geworden. Wir lieben ihn sehr. Einen wie ihn gibt es nicht alle Tage. Dieser Mann lässt die Welt den Gebetsaufruf des Islam hören. Gäbe es nur solche Menschen, die Welt hätte kein Problem mehr. Gut, dass es ihn gibt. Gott möge ihn uns erhalten. Wie sich der Putsch auf seine Popularität in der Türkei auswirkt, ist momentan noch völlig offen. Aber Gülen denkt weit über die Türkei und Deutschland hinaus. Gülen ist inzwischen in Asien, Australien, Afrika, ja sogar in Südamerika, Kanada und den USA aktiv. Gülen weltweit. Fethullah Gülen ist kein Reformer. Er ist ein Erneuerer der Religion, indem er versucht, den traditionellen Islam wiederzubeleben. Die neue Komponente, die dazu kommt, und die ist modern, das ist sein Versuch, die ganze Wissenschaft auf den Koran zurückzuführen,
Mit anderen Worten, er versucht nicht, den Islam zu reformieren und an die Moderne anzupassen, sondern die Moderne zu islamisieren. Alles ist schon in dem Koran vorhanden. Der Machtkampf in der Türkei ist für Außenstehende schwer zu durchschauen. Immer wieder äußern Beobachter den Verdacht, dass Gülen jahrelang den Staatsapparat, Polizei und Justiz infiltriert hat. Wer sich gegen Gülen stellte, bekam damals Probleme. Ein Beispiel: İlhan Cihaner. Der Jurist und ehemalige Oberstaatsanwalt soll ein Terrorist gewesen sein. Tatsächlich ermittelte Cihaner gegen die Gülen-Bewegung, wollte zeigen, mit welchen Methoden sie die Polizei unterwandert. Er glaubt, dass er deswegen festgenommen wurde. Bu çerçevede polis akademisi sınavlarında sorular. Ich stellte fest, dass die Fethullah Gülen-Bewegung sich die Fragen für die Aufnahmeprüfung an der Polizeiakademie vorher besorgt hatte. Sie wurden dann an die Anhänger der Bewegung, die sich für den Polizeidienst bewerben wollten, weitergegeben. Meine Ermittlungen erstreckten sich auch auf illegale Spendensammlungen und Unterschlagungen mehrerer religiöser Sekten. Auffällig war, ich wurde erst festgenommen und ins Gefängnis gesteckt, als ich mein Augenmerk auf die Fethullah Gülen-Gruppe richtete. Soruşturma Fethullah Gülen grubuna genişletildikten sonra. Wie undurchschaubar die Struktur der Gülen-Bewegung ist, hat 2013 auch Sedat Çakır festgestellt. Er war der Integrationsbeauftragte von Groß-Gerau. Mein Gebiet, das sieht man aus der vielleicht nicht so genau. Hier haben wir den Frankfurter Flughafen. Hier in Rüsselsheim ist eines ihrer wichtigsten Zentralen. Und dann haben wir 2 bis 3, wo wir wissen, Lichthäuser. Lichthäuser sind die Internate, die eigentlichen inoffiziellen Internate. Dann haben wir in Bischofsheim 1 ein Haus. Dann haben wir in Mörfelden-Walldorf welche. Frankfurt sehr stark, besonders um die Universität herum. Sie möchten gerne an die zukünftige Elite heran. Ihr Ziel ist es, nicht nur eine Botschaft von Fethullah Gülen zu vermitteln, sondern es geht ihnen darum, ein Stückchen Machtpotenziale, humane Machtpotenziale für morgen, jetzt zu gewinnen und an die richtigen Stellen zu installieren. Sie war damals in einem Lichthaus und sie ist eine der wenigen, die überhaupt darüber sprechen wollen. Deine ganzen Freunde sind da. Und man denkt, wenn die da sind, wenn die lachen und glücklich sind, dann gehst du da auch rein. Und wenn die dir von Gott und Segen sprechen und wenn du 5-mal am Tag betest und wenn sogar Frauen, so ältere Leute, Familien, dann sagen, okay, du bist in dieser Fethullah Gülen-Gruppe, oh, das ist sehr gut, du bist ein vorbildliches Kind und sowas. Es gefällt doch einem, oder? Wer nicht dabei ist, wird ausgegrenzt, weiß Sedat Çakır. Ich bezeichne sie also nicht als Bewegung, ich bezeichne sie als Sekte. Sie sind sehr präsent im wirtschaftlichen, im Bildungsbereich, eigentlich den gesamten Alltag betreffend. Es gibt kaum einen Bereich, in dem sie nicht wissen, was eine türkische Familie tut oder nicht tut. Sie haben sich etabliert zu einer moralischen Machtinstanz. Ganz selten haben Journalisten die Möglichkeit, ein solches Lichthaus zu filmen. Sedat Çakır führt uns damals zu einem dieser Häuser. Eine religiöse Parallelwelt, für ihn sogar am Rande der Illegalität. Sedat Bey, wo sind wir jetzt und was wollten Sie uns zeigen? Also wir hier um die Ecke hinter Mönbrücken, hier sind eines dieser Lichthäuser, die eigentlich illegal sind. Das heißt also, sie sind nicht angemeldet, da wohnt mehrere Personen und es sind dann halt nachmittags oder abends finden hier diese Kurse. Es hat keine Nachhilfe, sondern hier finden wirklich diese religiöse Indoktrination statt. Wenn ich da war, habe ich nur zu denen gehört. Mein Körper, meine Gedanken haben denen gehört. Ich habe das gemacht, was sie wollten. Ich bin morgens dahin gegangen oder als ich dort schon ein paar Wochen gelebt habe, bin ich dort aufgestanden. Meine Struktur war bestimmt, der Tagesablauf,
meine Lernzeiten, wann ich Religionsunterricht kriege, ob ich mal rausgehe. Es war alles bestimmt. Danach musste ich fragen. Ich musste auch fragen, ob ich nach Hause darf. Ich durfte kein Fernsehen gucken, ich durfte nicht telefonieren. Zu bestimmten Uhrzeiten musste ich mein Handy ausschalten. Von Seiten der Gülen-Bewegung klang das ganz anders. Was sind Lichthäuser? Also das, was Sie unter Lichthäuser sagen, das sind ja ganz normale Studenten-WGs, wo Studenten sozusagen leben und auf ihr Studium sich konzentrieren und genau, also das sind normale Studenten-WGs. Warum aber wird dann über die Lichthäuser nicht offen geredet? Wir fragen nach. In Deutschland gäbe es keine Lichthäuser, heißt es hier. Offensichtlich gehört es zur Strategie, auf Fragen nach den verborgenen Strukturen keine klaren Antworten zu geben. Es ist ein abgeschottetes System, in denen moralische und Wertvorstellungen, die sogar noch nicht mal mit dem, es ist so subtil, noch nicht mal mit dem Islam, sondern die Interpretation, die der Gülen über den Koran gemacht hat, dies wird den Kindern und den Jugendlichen vermittelt und ein Heiliger, ein neuer Messias ist erschienen. Irgendwann habe ich mir gedacht, wo ich in mir so klar geworden bin, habe ich mich gefragt, ist mein Gott der, den wir alle als Gott bezeichnen, oder ist mein Gott der Fethullah Gülen? Die haben mich so manipuliert, so einfach auch mit deren Leben fasziniert, alles schön gemacht. Am Ende habe ich gemerkt, was ich so alles hinter mir gelassen habe. Ich hatte so schöne Sachen im Leben, die habe ich so kaputt gemacht, nur für dieses Leben. Ich war einfach, wenn man so guckt, ein Nichts. Ein Nichts in einer Fethullah Gülen-Gesellschaft. Wer ist dieser Mann wirklich? Das wollten wir damals von Becky Aksoy in Pennsylvania wissen. Er ist eine Kombination aus Mutter Teresa, dem heiligen Franz von Assisi und dem Fernsehprediger Billy Graham hier in den USA. Einer der größten Wissenschaftler, den Sie sich überhaupt vorstellen können. Fethullah Gülen, Menschenfreund, charismatischer Prediger von Dialog und Toleranz oder gefährlicher Initiator einer religiösen Parallelwelt. Niemand weiß, ob er den Putsch in der Türkei organisiert hat. Die Folgen aber sind deutlich zu sehen. Das Ziel von Präsident Erdogan, seinen Erzfeind Gülen und seine Bewegung zu vernichten, betrifft nicht nur die Menschen in der Türkei. Es betrifft uns alle. Auch in Deutschland gehen die Menschen auf die Straßen, feiern ihren Präsidenten und wenden sich gegen die, die nicht für Erdogan sind. Gerade die Gülen-Bewegung bekommt das zu spüren, und das nicht nur in der Türkei. Die Dialogschule in Köln. Sie soll dem islamischen Prediger Fethullah Gülen nahestehen. Der Geschäftsführer, Genç Osman Esen, hat dieser Tage Drohungen bekommen. Im Rahmen von WhatsApp, Facebook, in den sozialen Medien wurden dann Bedrohungen ausgesprochen. Wir werden die Schule in Grund und Boden. Gewalt und Hass kommen bis nach Deutschland. Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan zerstören einen Jugendtreff in Gelsenkirchen. Für sie ist es eine Einrichtung des türkischen Islampredigers Fethullah Gülen. Präsident Erdogan beschuldigt ihn, den Putsch in der Türkei angezettelt zu haben und fordert seine Anhänger auf, die Gülen-Bewegung zu bekämpfen. Fethullah Gülen lebt schon lange in Amerika im Exil. Jahrelang hat er geschwiegen. Die Angriffe aus der Türkei bringen ihn zum Reden.
Mein ganzes Leben lang war ich gegen einen Militärputsch. Ich habe selbst darunter gelitten, war im Gefängnis. Aus roher Gewalt kann nichts Gutes entstehen. Rohe Gewalt nutzt der Türkei nichts. Wer ist dieser Mann, den Präsident Erdogan so hartnäckig verfolgt? Putsch in der Türkei. Panzer rollen durch Istanbul. Der türkische Präsident ruft über sein Handy die Bevölkerung zum Widerstand auf. Einen Schuldigen hat er schnell gefunden. Diese Ereignisse heute Abend sind von einer Minderheit aus unserer Armee organisiert worden. Dahinter steckt eine geheime Parallelorganisation. Mit Parallelorganisation meint Erdogan die Strukturen rund um den Prediger Fethullah Gülen. Ist er eine Gefahr? Nach dem gescheiterten Putsch wollen Erdogan-Anhänger ihn am Galgen sehen, verbrennen Fotos vom Teufel aus Pennsylvania. So steht es auf dem Plakat. Die haben zu einer Demonstration vor der Schule aufgerufen, Fanatiker, Radikale, Extremisten. Aber wir haben sofort die Polizei verständigt. Die Polizei hat sich der Sache freundlicherweise sofort angenommen. Drohungen wie diese. Hoffentlich finden wir dort auch ein paar dreckige Schwestern mit Gebetskette in der Hand, sodass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren. Es sind viele Menschen, die sich Erdogan verbunden fühlen. Was mir persönlich natürlich ein bisschen widerstrebt, weil das sind Menschen, die hier aufgewachsen sind, hier